Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei diesem super fantastischen Let's Play Kingdoms and Monsters. So. Ich bin Professor Günther von Lauch vom Monster Institut. Schattenteil, also. Ja. Und. Entschuldigung. Ja, okay, noch einen Punkt und dann. Ist gut. Ich hab mir jetzt einen Kern zum Fressen gegeben. Ach, die Burg sieht so schön aus. Möchte ich mal kurz sagen. Vorher habe ich jetzt zwar gerade nicht. Aber gerade in der Kirche, in der Burg, wie ihr wisst, sind jetzt nicht mehr da. Tage der Jugend. Hervorragend, mein junger Freund. Nun ist es schon ein Stück gewachsen. Mit der Zeit wird es größer und sein Aussehen wird sich verändern. Als Anerkennung vom König gibt es für jeden Erfolg ein paar Kristalle. Yeah, thank you, King. Und wir haben Level 6. Ich kann mich kaum noch halten vor Freude. Was hält sich in Grenzen? Meine zutiefste Freude. Wesentlich krasse Sachen. So. Oh, gleich zwei neue Sachen. Der König rechnet es sich gut an, dass unser kleine Stadt es geschafft hat, ein Monster heranzuziehen. Als euer Vater noch lebte, hatte jede Stadt ein Monster als Hüter über ihre Einwohner. Diese Geschöpfe lebten in Frieden mit den Menschen. Ein Monster zu voller Größe herangewachsen bedeutet Wohlstand und Ehre für ein Königreich. Sieh zu, dass es weiter wächst. Ja. Gut. Hübsches Einkommen. Ich mache das Kindern der Menschen angehört heute. Ein tolles Gefühl. Komm, wir wollen noch mehr. Wenn wir das schaffen, braucht wir mindestens 5 Wirtschaftsgebäude. Was natürlich nur jetzt, wenn das der Raum weg ist. So. Hey, ein neuer Stock hat gehört. Und überall wusste ich auch noch nicht mehr zu sehen. Ist ja natürlich schon lange, wie ihr wisst, also der Weltenbummler, sag ich mal so, ist schon lange um die Welt gereist, hat viel erlebt und jetzt wieder sich natürlich in Rente setzen. Ja, kann ich verstehen. Und deswegen möchte jetzt, dass wir in einer einzigen Hütte bauen. Keine Ahnung, warum er möchte, dass wir das für ihn machen. Aber ich bin mal so nett, denn er hat uns ja immerhin auch das Monster-Ei geschenkt oder beziehungsweise hat es für uns gefunden. Und naja, ist auch egal. Ein heiliger Tag. Wir brauchen zwei, was ist das? Mühle. Kann ich das nicht? Thank you.
Was machen wir denn mal? Wir haben eine Lauf. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, an der Stelle. Ich bin jetzt an der Stelle angelangt, wo es, glaube ich, gerade am langweiligsten wird. Oder noch langweiliger als beim vorigen Part. Es gibt gerade viel in der Welt, in der 455. Nicht viel. Ja, ich würde sagen, ich mache hier jetzt das Ende von diesem Teil. Es waren jetzt noch keine 10 Minuten, aber ich würde sagen, ich warte mal, bis diese ganzen Bäume und so hier wechseln. Und da das Unkraut, das kann hier ein bisschen dauern. Das ist jetzt auch schon. Ja, und ich würde sagen, ich werde jetzt so irgendwie noch eine kleine Runde schlafen oder so. Ja, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich jetzt mit euch schon in der Stufe weit bauen konnte. Stufe 6 war schon. Und oh, warte mal. Eventuell haben wir noch was zu tun. Gut. Bauhilfe. Puh, das ist ja ganz schön anstrengend. Dabei hatte ich mich auf einen Lebensabend gefreut. So kommt der Bau auf jeden Fall nur langsam voran. Kannst du mir nicht etwas helfen, ein wenig Kohle und Wasser zu stärken, würde mir schon helfen. Und etwas Holz für den Bau. Ja, wie gesagt, das sind alles Aufträge, die Zeit kosten, und die machen wir dann ein andermal. Ich wünsche euch...